Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Tomic. Wie wir bereits vor 3 Wochen berichteten, soll Ahmad Ahadi, besser bekannt als UpRed, in Untersuchungshaft. Anlass hierfür ist der Bombenprank, welchen UpRed mit Jan H. aufgezeichnet haben soll. Auf der Anklage stehen Körperverletzung wegen des immensen Schreckens, Nötigung und Störung des öffentlichen Friedens gegen die beiden Angeklagten Jan H. und UpRed. Vor knapp 3 Wochen war die erste Gerichtsverhandlung, zu welcher beide Angeklagten nicht erschienen sind. Kurz nach unserem Beitrag veröffentlichte UpRed ein Video, in welchem dieser sagte, dass er entschuldigt sei. Nun hat sich jedoch bewiesen, dass dies nicht richtig war. Nach einer weitergehenden Auskunft des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg gegenüber der Tomic am heutigen Tag bestätigte der Pressesprecher, dass sowohl Jan H. als auch UpRed verhaftet worden sind. Der Haftbefehl wurde gegenüber UpRed am Mittwoch, den 4.10.2017, verkündet. Somit wurde dieser an dem Tag einem Haftrichter vorgeführt, Jan H. am Montag, den 2.10.2017. Wenn man in Untersuchungshaft kommt, muss man zwar direkt in ein Gefängnis, jedoch muss man innerhalb von 24 Stunden einem Haftrichter zugeführt werden. Einem Untersuchungshäftling steht pro Tag 1 Stunde Hofgang zu. Der Haftrichter, bei dem die erste Vorstellung erfolgt, sorgt lediglich dafür, dass sie dem für das Verfahren zuständigen Richter zugeführt werden. Dieser prüft dann, ob der Haftbefehl aufrechterhalten bleibt oder ob er ausgesetzt wird. Die nächste Gerichtsverhandlung findet am 18. Oktober statt, welche von einem Redakteur von der Tomic als Pressevertreter besucht wird. Hierzu wird es einen Live-Ticker auf unserem Twitter-Account unter twitter.com/dertomic geben. Sollte ein richterliches Urteil fallen, werdet ihr es dort als erstes erfahren. Eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.